Videoaufzeichnungen weisen so gut wie keinen Kontakt mit Freunden oder Familie auf. Benny hatte recht. Sein Leben bestand aus Nachhilfeunterricht und der Vorbereitung auf die Uni. Traurig, oder Bones? Jeder braucht doch Spaß im Leben. Ich hatte zwischen Highschool und College wenig soziale Kontakte. Ich muss sagen, seine Arbeitseinstellung ist bemerkenswert. Oh. Was denn? Meine Herausgeberin sagt, wenn ich meinen Roman selbst einsprechen möchte, muss ich erst gecastet werden. Na klar, ergibt Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn, das ist eine Frechheit. Also gut, dann sagst du ja einfach, dass du es nicht tun wirst. Auch wenn es lächerlich ist, ich werde es tun. Wir waren entsetzt, als wir das von Austin hörten. Könnten wir uns vielleicht etwas umsehen? Ja, aber denken Sie daran, dass unsere Schüler traumatisiert sind. Wir tun unser Bestes für ein professionelles Umfeld. Gut, aber wir reden immer noch über Nachhilfeunterricht, oder? Wir leben in einer von Konkurrenz geprägten Welt. Ich habe diese Einrichtung gegründet, damit unsere Schüler an der Spitze bleiben. Bei uns arbeiten nur die klügsten Tutoren aus den besten Colleges. Harvard, Yale, Northwestern. Wenn wir unterbesetzt wären. Ich war auf der Northwestern. Sie ist recht renommiert. Da bin ich sicher, Dr. Brennan. Ich wollte nicht unhöflich sein. Nichtsdestotrotz habe ich es so aufgepasst. Könnten wir uns wieder beruhigen? War Austin an dem Tag, als er gestorben ist, hier? Nein, er war bei einigen Schülern zu Hause. Hatte er einen Arbeitscomputer? Könnten wir den mal sehen? Natürlich. Miss Bryan, was ist mit dem Automaten? Tut mir leid, Meredith, der wird erst nächste Woche repariert. Wenn Sie wollen, nächste Woche? Wie soll ich mich ohne Snacks konzentrieren? Ich kann Ihre Enttäuschung völlig verstehen. Miss Bryan, wir haben gehört, dass einige Ihrer Kunden, naja, die meisten Ihrer Kunden, ziemlich anspruchsvoll sind. Hatte Austin vielleicht Probleme oder Ähnliches mit Familien gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Was ist mit Psycho-Sue? Psycho-Sue? So nennen einige hier Jacobs Mutter Sue Casey. Sie ist emotional, aber harmlos. Harmlos? Sie hat versucht, mich mit ihrem Geländewagen zu überfahren, weil ich in Geo besser war als Jacob. Das war sicher nur ein Versehen. Und letzte Woche hat sie Austin auf dem Parkplatz angeschrien und ihm eine Ohrfeige gegeben. Sie hat ihn geschlagen? Reden wir doch nicht. Nicht worüber. Sie hat gedroht, dass sie ihnen die Gedärme rausreißt, deswegen haben sie Angst. Das waren nicht die Worte, die sie benutzt hat. Nein, aber wir sollen hier nicht fluchen. Und das war wesentlich schlimmer.